Wieso geht nichts weiter, was? Ja. Ach so, sie. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Na, dass nichts weiter geht, sag ich. Mit der Straßenbahn oder? Na ja, na, sehen Sie auch nicht. Na, aber ich bin gerade erst gekommen. Ich fahre schon länger keine, oder wie? Na, ich warte sicherlich schon 5 Minuten. Naja. Und laut Plan sollte dann ja um 3 nachgehen, jetzt ist es aber schon 4 nach. Naja, ich habe doch die Fahne noch Intervall. Nein, aber um 3 nach, um 15 nach, 27, immer 12 ja. Minuten. Also ich muss zugeben, ich schaue dann nie auf die Uhr nach Plan, sondern ich weiß halt innerhalb von 7 Minuten kommt oder 10 Minuten, glaube ich, sollte eine kommen. Aber das 5 Minuten wäre noch nicht so lang. Entschuldigen, ich wollte nur fragen, ich stehe da jetzt vis-à-vis in der Station, weil ich fahre Richtung Schwarzenbergplatz, weil ich will nach Bratislava. Mhm. Und jetzt warte ich schon circa eine halbe Stunde und es kommt keine Straßenbahn. Wissen Sie vielleicht, ob da heute irgendwas Besonderes ist oder? Na, was Besonderes? Ja, das Besondere ist, dass in der Richtung nur wir auch schon warten müssen, 5 Minuten, wo sie ist. Ne? Ja, so geht es Ihnen genauso. Weil ich habe Sie beobachtet, dass Sie auch gesprochen haben. Und weil Durchsage war jetzt auch keine. Ja, wir müssen. Wie lange warten Sie schon, entschuldigen Sie? Eine Viertelstunde, 20 Minuten sicher. Das ist schon ungefähr. Und eigentlich sollte ich in 1,5 Stunden in Bratislava sein. Das kann sich eh nicht mehr ausgehen. Also ich war schon. Aber der D-Wagen fährt eh nicht nach Bratislava. Damit. Müssten sowieso mit anderen. Ja, na, dass ich umsteigen muss, ist mir schon klar. Mit was wollen Sie fahren auf Bratislava, wo es ist? Naja, ich würde mich dann durchfragen. Also ich würde die Fahrer fragen und das ich habe mich immer irgendwie durch. Irgendwie bin ich immer durchgekommen und an mein Ziel gekommen irgendwo. Ja, wie ich bin immer so ein bisschen tollpatschig, aber irgendwie komme ich immer an. Aber jetzt hat es mich natürlich gewundert, weil ich überhaupt keine Straßenbahn gesehen habe, die jetzt fahrt. Richtung. Wie würden Sie das machen? Sie würden jetzt in die Straßenbahn einsteigen und den Fahrer fragen. Schaffner fragen. Genau, ich kaufe immer gleich die Karte bis an den Zielort, weil das ist dann billiger. Und ich gehe halt immer gleich zum Fahrer hin und sage bitte eine Karte nach Bratislava und zurück, weil dann da kriegt man Mengenrabatt. Wenn es den Schaffner fragen würde, dann sagen sie, müssen in die andere Richtung. Also da können sie auf jeden Fall jetzt auf unsere Seite. Ja, dann bleibe ich da mit Ihnen. Ich freue mich dass wir plaudern können. Da sparen sie sich. Ja, ist komisch. Ja, vielleicht war ein Unfall irgendwo. Also es kann ja sein, dass irgendwo ein Unfall passiert ist und dass deshalb man nicht weiterkommt. Hier ist ja noch nicht so lang. Na, hoffentlich locken sie mich nicht auch über die andere Straßenseite und der Auto, der lenkt mich aus, sage ich. Na ja. Aber Stau ist halt auch ein ganz schöner. Na ja, schön. Ja. Na ja. Scheint. Seewasch ist auch schön, ne? Es gibt so Tage, also ich muss Gott sei Dank nur selten auf meinen Wagen zurückgreifen, aber manchmal ist es einfach so. Ist Ihr Wagen der blaue da? Oder nein, der rote? Ich bin ja auch öffentlich unterwegs. Und wo ist der Wagen? Zu Haus. Ja, wo ist das, darf ich fragen, wo das ungefähr ist? Ja, das ist doch gleich in der Goldeckgasse. Aha. Also so einfach zurückgreifen kann man auch nicht auf den Wagen, ne? Müssen schon wieder zurückgehen und dann hingreifen. Ja, könnte ich schon, aber interessiert mich gar nicht, weil ich bin einfach mit öffentlichen Schnellverkehr. Die Goldeckgasse, welche ist das, wo ich fragen darf? Die Goldeckgasse ist die beim Eingang von was jetzt wirklich der Haupteingang zum Belvedere ist, vis-à-vis. Aha. Also Ecke Goldeckgasse. Ist die parallel zur Belvedere? Was ist? Wo ist denn jetzt schnell die Belvedere? Ja, die Prinzengang geht laufen, vom Schwarzenberg zum Südbahnhof. Ja, richtig. Die Belvedere. Dann musst du Argentina aufschauen, die erste oder zweite querste Belvedere. Das ist auf jeden Fall eine Querstraße zur Prinzengangstraße. Ja. Haben Sie vielleicht also einen Nagellack mit die Herren irgendwie? Ein Nagellack? Ja, ich bräuchte irgendwie so einen. So welchen hätten Sie gerne? Einen roten, einen blauen Streifen? Einen blassroten 17er. Na, Schmäh, Freunde, ich bin ja ein Mann. Ach so. Das ist ja auch leider enttäuschend. Sie sind auch ein Mann. Nein, das habe ich eh gemerkt. Na, das habe ich. Woran merkt man das? Naja, ein Bart bei Ihnen? Naja, das Bisselhirn. Damit verhaut ihr jetzt und alles ist weg wieder. Naja, aber man sieht schon, dass sie ein Mann sind, ein Bart auch. Da hört sich ja gar nicht aus zum Rasieren, das bisschen, was bei mir wächst, was? Und müssen Sie in die Arbeit oder haben Sie es eilig? Nein, mir ist halt nur zum Südbahnhof auf. Zum Südbahnhof? Ja. Aha. Ja, also
Ich fahre, wie weit ist das zum Fahren? Das ist eh dort, wo ich auch hin muss. Ja, richtig, eine Station oder zwei, glaube ich. Mhm. Was sind es? Nein, ist eigentlich eine. Eine Station. Ja. Uno, sagt der Spanier. Aha. Kennen Sie einen? Nein, sagt man nur so. Aber wissen Sie, was ich eigentlich lustig finde? Jetzt warten wir alle drei auf die Straßenbahn und die kommt nicht. Aber dafür unterhalten wir uns urgut. Aber in Bratislava bin ich sicher nicht pünktlich. Ja, was wollen Sie eigentlich in Bratislava? Was müssen Sie machen? Ich möchte mich in einem Puff vorstellen. Habe ich das richtig verstanden? In einem Pub? Nein, in einem Puff, in einem Bordell. Mhm. Was wollen Sie Ihnen da vorstellen? Tut das was? Na, als Hure. Mhm. Ja, bei Heinz, da gibt es naja, das ist auch ein Job wie jeder andere. Sie lachen mich vielleicht aus, aber... Ich auch nicht. Ich habe ein Fliegen im Eigel gehabt. Ach so. Na, bei Heinz, da gibt es da sicher ein Schwings, aber das ist, der wird da nicht wahr sein. Da wird es da andere Möglichkeiten geben für Sie. Es ist ja auch nur zeitweilig. Schauen Sie, ich wollte immer schon in Wien in einem Puff arbeiten. Als Ferienjob, aber in Wien nehmen es immer nur die Mädchen aus Bratislava. Und jetzt möchte ich quasi eben als Ferial und als Fortbildung in Bratislava mal arbeiten und dann möchte ich zurück nach Wien. Also das heißt, das ist nicht nur jetzt, soll nicht nur ein Ferialjob sein, sondern Sie arbeiten da auch. Es ist eine Vorausbildung. Bis jetzt waren Sie noch nicht tätig? Nein. Und ich habe mich eben erkundigt am Arbeitsamt und so weiter und so fort. Und da hat man mir eben gesagt, dass man zumindest Auslandserfahrung haben soll. Mhm. Und ich muss halt irgendwie... Entschuldigung, die Beratung war generell oder schon auf das horizontale Gewerbe? Das war schon zugeschnitten. Es geht eben darum, dass die ganzen Headhunter in Wien nehmen eigentlich nur quasi eher aus dem Ostblock, weil da die Qualität besser ist und jetzt, also auch von der Ausbildung her. Qualität meinen Sie da? Ich meine, was wird da geschaut eigentlich, was für Qualität? Da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es Sauberkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, dann einfach auch natürlich das Können, das man hat, also was der Ausbildungsstandard. Was ist das zum Beispiel? Naja, das können Sie sich schon vorstellen, das brauche ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, oder? Am helllichten Tag. Und jetzt bin ich, na gut, überraschend, dass man das und das lässt man als Wiener Gewerbetreibend auf sich sitzen, dass man da hört, im Osten ist halt die Qualität höher? Naja, es geht, glaube ich, eher um die Ausbildung. Die ist im Osten besser. Aha, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Irgendwo, ich schaue mal. Ja, wenn es mir gefällt, bleibe ich. Und wenn nicht, dann komme ich halt wieder her und versuch's vielleicht dann in Mexiko zum Beispiel ist auch sehr gut. Mexiko, aber da brauche ich halt ein Flugticket. Ja, aber Herr, das da ist weiß doch ich nicht, ob ich mit der Straßenbahn hinkomme. Sie können doch hier als Sie können da in einem Büro, bitte, könnte man durchaus... Ja, aber der verdient sicherlich nicht so viel. Ja, es geht ja auch ums Geld, wahrscheinlich. Ja, es geht um einen Verdienst und in Büros, ja, ich kann so auch in Büros arbeiten, ich mache ja Hausbesuche. Also das ist ja überhaupt nicht, und das ist egal, ob das jetzt ein großes Haus ist, wo Büros drinnen sind, oder ob das jetzt ein Haus ist, wo eine Einfamilie wohnt, also das ist wurscht. Ja, es geht ja einfach nur darum, dass ich halt... Ich bin ein bisschen wirklich überrascht, hätte man nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sein, dass Sie schauen so nach einem hübschen jungen Mädel aus. Ja eben, das ist ja eben so wichtig, dass man auch hübsch ist und jung. Trotzdem bin ich jetzt ein bisschen schockiert, dass sie das machen. Ich bin überrascht, dass man da so locker, wie sie das tun, also erfrischend, das so erzählen und ja, so. Mein Papa hat immer gesagt, ich bin irgendwie so ein offenes Mädchen. Mhm. Und das irgendwie, und das war eigentlich schon immer so, dass ich auch den Freunden von meinem Papa immer gut gefallen habe, schon wie ich 13, 14 war. Mhm. Mein Vater war viel unterwegs, er war Geschäftsmann, also ist noch immer Geschäftsmann. Mhm. Ja. Was macht er für ein Geschäft? Das habe ich nie so genau gefragt eigentlich. Also halt so Geschäfte, wo er dann Geld kriegt und oder er gibt anderen Leuten Geld und kriegt dann dafür wieder von anderen Leuten ein anderes Geld und dann muss er, dann muss er mal nach St. Johannesburg fahren und dann mit jemandem reden und dann fahrt er nach Tokio. Und redet dann mit wem anderen und kriegt dann Geld. Also und so ungefähr war das. Das übernehmen, das Geschäft vom Vater? Nein, er hat gesagt, das ist nur was für Männer. Mhm. Na, wahrscheinlich hat es was zu tun, wahrscheinlich mit viel Denken. Ne? Nein. Vielleicht ist er Boxer. Mein Vater weiß ja nicht einmal, dass ich Hure wäre. Ah, ist ihm das nicht recht? Ich weiß nicht, ich sag's ihm gar nicht.
Ich sage Ihnen eins, ich verstehe den Vater sehr, sehr gut. Wieso? Mir wäre das auch nicht recht, entschuldigen Sie. Ich glaube, das ist für, schauen Sie, Sie wirken wirklich nach einem sauberen, anständigen Mädel, das ist doch kein Beruf. Ja, aber eben, das ist ja das Gute. Ja, das ist das Gute, aber Sie glauben doch nicht wirklich, dass Ihnen das gut tut. Ich habe hier einmal mit einem Zuhälter geredet und der hat gesagt, das ist eben meine Chance, ich kann ein Star werden. Ja, aber der Herr Gehirnsaft, das werden Sie da nicht reinfallen, das ist ja das ist ja gefährlich, in diese ganze nicht, Szene hinabzugleiten. Es geht ja auch um was heißt denn hinabgleiten, kann man aufsteigen, ja? Ich kann ja auch ein Filmstar werden, wenn ich will, dann später. Da werden Sie auch weg engagiert nach Kalifornien, auch vielleicht. Eben. Da gibt es verschiedenste Produktionen, deren auch, ja. Wo es sind, wir sind Hollywood. Richtig. Naja, aber und das ist dann in echten Filmstudios und mit Interview geben und so. Also das ist nicht so schlecht. Stellen Sie sich vor, die ganze Baywatch-Partie, was glauben Sie, was die alle vorher gemacht haben? Ja. Aber die Chance, nehme ich an, ist doch sehr, sehr gering, ja, dass man dort hinkommt. Die Chance, dass sie da an falsche Leute geraten, die sie vollkommen ausnützen, dass sie dort wirklich Dinge erleben, die sonniges Gemüt zerstören, das ist sehr viel größer. Es haben schon öfters Leute versucht, mich auszunützen, und da kann ich nur eins sagen, die beißen damit voll auf Granit. Mhm. Ja, außerdem muss ich Ihnen sagen, wenn Sie in einem normalen Berufsleben glauben, Sie kommen weiter, machen eine Karriere und werden reich, die Wahrscheinlichkeit ist genauso nichts, wie wenn Sie gleich was machen, was hat mit Sex Brosch zu tun, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die Pappen fliegen im normalen Berufsleben, ist genauso groß, wie wenn Sie das machen in der Horizontalbrosch. Verstehe. Hm. Das gibt es doch nicht. Die müssen da längst eine Durchsage das machen. Das gibt es ja wirklich nicht. Na, können Sie eine Durchsage machen, wenn Sie überhaupt die sind? Sehen Sie einen Lautsprecher da? Nein, da ist keiner. Man ist bei jeder Station ein Lautsprecher? Ich weiß nicht, ich frage nur. Bei vielen ist einer. Weil ich habe schon oft Durchsagen gehört. Ja, aber stimmt, das ist eigentlich mehr so bei Schneebahn und Bahnstadt. Ja, wenn es eine Unterführung ist oder so, ja. Ne? Wenn es quasi ein Dachl hat. Ne? Aber wenn man ganz leise ist, hört man von da oben irgendwelche Durchsagen. Da oben sind übrigens auch viele Menschen am Südbahnhof, finde ich. Sehen Sie, man sieht ihn ja von da. Naja. Also, jetzt muss ich, Entschuldigung, aber... Jetzt überlege ich wirklich, ob ich nicht zu Fuß nach Bratislava gehe, weil... Nein, das ist auch... Ist das zu weit, oder? Zeigt sich gar nicht aus. Weil mir hat jemand erzählt... Nach Bratislava, es genügt ja der Südbahnhof, Fräulein. Das ist jetzt wirklich ehrlich, jetzt, weil... Das ist ja nicht einmal in Österreich, gegangen. Bratislava. Nein, ist auch da muss ich ja aus Österreich rausgehen. Haben Sie einen Reisepass? Ja. Werden Sie brauchen? Ja, an der Grenze hat man mir gesagt, ja. Da wird Ihnen einer fragen... Der aber schaut schon wie ein Schaffner, ist nur keiner, die schauen nur ähnlich aus. Aha, okay. Wieder fragen, ob sie einen Reisepass haben. Habe ich, ja. Und dann müssen sie ihnen aber auch hier zeigen, nicht nur ja sagen. Okay. Ihnen jetzt auch zeigen? Nein, mir nicht, mir ist ja wurscht. Den zeigst du dem hier an der Grenze. Okay. Und muss ich da was zahlen auch? Das weiß ich nicht, das kommt drauf an, ob sie was zum Versteuern und zum Verzollen haben. Nein, ich habe ja gar nichts mit. Also ich habe ja nur meine Handtasche mit dem Lippenstift und blöderweise den Nagellack vergessen. Aber ich habe sie eh schon gefragt, ob sie einen haben. Nein, wir haben keinen. Aber vielleicht kann ich einen kaufen am Südbahnhof. Warum sagst du das nicht? Geld habe ich ein bisschen mit, ja. Ja, dann werden Sie sicher einen kaufen können. Das ist ja jetzt praktisch. Ich habe jetzt in Zahlen nicht so viel mit, aber wenn man jetzt zum Beispiel 100 Euro mit hat, ist ja das viel mehr, als wenn man früher 100 Schilling mit hat. Ja, das täuscht, ja. Das ist ja jetzt super, ne? Das täuscht, ja. Man kriegt ja viel mehr ums gleiche Geld, also von der Zahl her. Ja, aber man verdient auch sozusagen... Aber bei dem, was ich machen kann, kann ich sehr gut verdienen. Also ich glaube einfach, dass ich so finanziell keine Probleme haben werde. Wobei in Bratislava ja noch nicht der Euro Einzug gehalten hat, ne? Ist nicht? Nein. Sind die aber schon bei der EU? Nein, sind noch nicht dabei. Ah, für dies. Aber die kommen jetzt dazu, oder? Ja, die kommen. Weil das hat man mir eben auch gesagt, dass es von dem her praktisch ist. Ich kann das jetzt noch machen. Und wenn die dann bei der EU sind, wird das alles noch leichter. Und wenn ich dann quasi schon Ausbildung gehabt habe in Bratislava, wird mir das sehr viel helfen, weil ich ja auch die Sprache lernen muss. Mhm. Ein bisschen. Und die Ausbildung soll sehr gut sein, weil man kriegt ja also eben Sprachunterricht und Geschichte und so. Also das ist ja, ich möchte da wirklich in ein gutes Institut gehen. Ja, was ich davon halte, habe ich Ihnen schon gesagt, ich würde gern Ihnen den Mund wässrig machen nach alternativen Ausbildungsmöglichkeiten in anderen Bereichen, aber
Sehr schön. Naja, aber ich setze mich dann für ein Fünfzigstel von dem, was ich dort verdienen kann. Ich glaube, Sie haben da ein bisschen zu hohe Erwartungen, mein Fräulein. Also so ein Fünfzigstel, ich glaube, das ist wirklich unrealistisch. Ich kann da wirklich gut verdienen. Das sind vielleicht die Spitzenkräfte in der Branche. Aber der Mann hat mir das erzählt, dass ich durchaus die Chance habe, eine Spitzenkraft zu werden. Das ist und ich bin sehr ehrgeizig. Aber schauen Sie, dieser Mann hat Ihnen erzählt, erzählen kann Ihnen jeder alles. Das darf man doch nicht. Das müssen Sie auch ein bisschen überdenken. Was sind denn seine Interessen? Sind die gleich mit Ihren? Mhm. Oder kann das nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass der sie einfach nur ausnützen will, mit Ihnen ein Geschäft machen will, Sie verdienen nichts, er verdient viel, ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Also, aber ich kann sogar gratis wohnen bei ihm. Das ist ja das Angenehme. Mhm. Ich brauche mir nicht einmal was für die Wohnung zahlen oder mir eine Wohnung suchen. Weil was zahle ich für eine Wohnung? Allein die Wohnung in Wien, wenn ich da eine Wohnung miete, also ich habe jetzt eh noch bei meinen Eltern gewohnt, aber allein wenn ich mir da eine Wohnung miete, das kostet ja 500, 600 Euro im Monat. Allein das, nicht? Und das erspare ich mir dort, weil dort kriege ich ein schönes Zimmer und die Ausbildung ist gratis. Ich meine, ich muss das dann schon natürlich zurückzahlen, ne? Aber trotzdem, das ist echt ein gutes Angebot, was ich gekriegt habe. Ja, muss man schon sagen, ist ein cooles Angebot, was und ich habe auch quasi die Einreisebewilligung und alles, das habe ich ja gekriegt, was man auch braucht zum Pass dazu, ja, damit man arbeiten kann. Ja, das sind viele Sachen, auf was man gar nicht denkt oft, ne? Und der kümmert sich einfach um alles. Ja. Und das ist für mich einfach besser als da. Ja, und meine Freundinnen sind aber sehr blöd. Sicher scheinen sie sich nicht zu sein, weil mit ihrer Familie haben sie es offensichtlich gar nicht besprochen. Ja, aber wissen Sie, mein Vater ist sehr streng. Naja. Und mein Vater wollte immer, dass ich Jus studiere. Ihr Vater will wahrscheinlich das Beste für Sie und er wird's. Sagt er immer. Naja. Sagt er immer. Das wird er auch so meinen. Sie sind wie mein Vater. Mein Vater sagt immer, ich will nur das Beste für dich. Ist das, ja, das ist gar nichts Schlechtes, ne? Ja. Und, Nein, das Beste ist sicher nichts Schlechtes. Ja. Das glaube ich auch nicht. Und was sagt Ihr Mutter? Mit der habe ich auch nicht drüber geredet. Naja, das sind doch aber irgendwo Indizien dafür, dass sie unsicher sind. Das sind die zwei Menschen, die Ihnen wahrscheinlich das Beste im Leben wünschen. Die werden Ihnen da keinen Stein in den Weg legen, wenn es um eine vernünftige Sache geht. Nein, aber... Besprechen Sie das noch einmal. Meine Mutter ist eigentlich immer, wie soll ich sagen, meine Mutter ist irgendwo, die ist eh nie da, weil sie immer einkaufen geht oder sich mit irgendwelchen Leuten oder Freundinnen trifft oder auf Urlaub ist oder was auch immer. Also mit der kann ich jetzt nicht so viel reden und die interessiert sich jetzt auch nicht für sowas, so irrsinnig. Aha. Also deswegen rede ich nicht mit ihr. Ich kann schon mit ihr drüber reden, aber die sagt halt dann, ja, mach was du willst. Aha. Und mein Vater ist aber auf der anderen Seite, der ist halt irrsinnig streng. Und wenn ich nicht das mache, was er voll will, dann schimpft er halt total. Und ich habe auch letztens irrsinnig mit ihm gestritten und habe gesagt, okay, jetzt verdiene ich mein eigenes Geld und dann bin ich nicht mehr von dir abhängig und muss nicht machen, was du willst. Und ich kann das Jus nicht. Naja. Was soll ich machen? Das kann niemand von Anfang an, ne? Das muss man halt lernen. Schauen Sie mal, da ist die Arbeiterkammer. Wo ist die Arbeiterkammer? Nein, dort vorne in der... Und gerade da drin in der Arbeiterkammer wird am wenigsten gearbeitet. Das ist das Spaßige, ne? Obwohl es so heißt. Was haben denn die da, auf der Achtung, der Achtung! Hören Sie einmal zu! Also, Durchsage. Falls Sie auf irgendwelche öffentliche Verkehrsmittel warten, es ist sinnlos! Hören Sie auf mit dem Warten! Heute fährt keiner! Wegen der depperten Regierung! Pensionsreform! Die Pensionsreform ist für Arbeitnehmer nicht gut! Deshalb kommen Sie lieber rauf zu unseren Streikveranstaltungen und wir sagen dem Schüssel und den Leuten, dass so das nicht geht! Deshalb keine Straßenbahnen, die fahren, weil heute auch keine Schaffner arbeiten wollen! Ende der Durchsage. Streiken Sie mit uns, Ihr Gewerkschaftskapitän. Das darf nicht wahr sein. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Ja, heute Streik. Die fahren gar nicht, die Öffentlichen. Das darf doch nicht wahr sein. So ein Blödsinn.
Aha, den Strecken, aha. Das bin aber ein Fuchsteufelswild. Ja. Oder geh ich gleich wieder heim. Ja, also wenn das so ist, dann gehe ich auch schnell heim und schlaf mich einmal ordentlich aus, weil ich war eh urlang weg gestern. Ja, haben Sie recht, schlafen Sie gut. Ja, träumen. Was? Träumen, Süßen. Ja, von saure Gurken.